Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark and Light. Ich bin hier gerade dabei, einen Griffeln zu zähmen. Und da muss ich jetzt erstmal hier einen Trog bauen, einen Futtertrog. Muss eigentlich auch nochmal irgendwas töten, was Fleisch bringt. Hey, wartet mal, was ist denn das? Ach, das sind meine Leinen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier? So, Moment, ich brauche noch Holz. Schnell mal hier oben Holz holen. Holz, Holz, Holz. Denn wir haben ja in der letzten Folge den Vogel Rock verloren. Das war ja ein bisschen schade gelaufen am Vulkan. Der ist da jetzt ja noch irgendwo. So, Moment. Feeding. Der Regen kommt übrigens gerade genau richtig. Ach, ich brauche noch Stroh, genau. Stroh, Stroh, Stroh. So, hier kriegen wir Stroh her, genau. Sauber. So, jetzt schnell craften. Feed. Komm schon. Ich hoffe, das ist auch der normale Futtertrog, mit dem man den zähmt. Und nicht irgendwie der aus Stein. Das wäre sehr ärgerlich. So, wo ist der jetzt? Auf der 8. Dann setzen wir den mal hier hin. Und schauen wir mal. Greifen wir mal drauf zu. Ich habe kein Fleisch mehr, ne? Habe ich noch Fleisch? Huch, was ist das? Das war die Wyvern. Oh Gott. Ich leg mal hier das Fleisch erstmal rein. Das gebratene. Oh ja, guck mal, das geht sogar sehr schnell. Ist ja auch nur ein Level 20er, aber der reicht ja, um zum Vulkan zurückzufliegen und erstmal dann den Adler zu holen, den wir verloren haben. Hat er jetzt noch Essen? Ja, er hat noch genug. Das schafft er auf jeden Fall. Mit dem Essen, was jetzt drin ist, schafft er das auf jeden Fall. Schade, ich würde ihn gerne mal von vorne sehen, wenn er da so frisst. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, gucke mal hier. Hm. Mal mit Ende gucken. Ein Griffin. Ja, er ist fertig. Sauber. Name your Griffin. Ne, den nehme ich jetzt, nenne ich jetzt nicht. Da kann ich da drauf direkt oder brauche ich dann Sattel? Equip Saddle to Ride. Ja gut, okay. Der folgt mir jetzt eh. Ich hole mir mal hier das Fleisch raus. So, dann folg mir mal. Dann gehen wir jetzt mal nach Hause zurück. Was? Großer Gott. Wie krass der schreit, ey. Heftigst. Genau, immer schön mir nach. Wie ich auch irgendwie in der vorletzten Folge oder der letzten Folge gesagt habe, ich möchte in dieser Folge soweit sein, ein Elemental zu zähmen. Wie naiv und jung ich gewesen bin. Stirb, Baum. Wie ich Armor-Crafting-Skille einfach, indem ich nur auf diesen Baum einschlage. Okay, ich habe Mithril-Rüstung freigeschaltet. Mithril ist gar nicht so schlecht, oder? Das hat ja Frodo auch das Leben gerettet. Vielleicht sollte ich das craften. Mithril habe ich ja jetzt auch genug mittlerweile. Oh, Sattel für den Griffin, Moment. Griffin-Sattel, ja guckt mal, da brauche ich hier Level 6. Scheiße, und ich bin jetzt gerade mal Level... Ne, Moment, ich brauche Level 7 und ich brauche Level 6. Und Level 6 bin ich noch nicht, ich bin Level 5. Oh Gott. Ah, da müsste ich jetzt wieder Sattel en masse craften. Mein Gott, jetzt gehen ja die Prozente hoch, ey, oh Gott. Ah, das ist ganz schön mühselig mit den Sätteln. Das hätten sie irgendwie, weiß ich nicht, anders lösen müssen irgendwie. Dass man das vielleicht noch irgendwie auf eine andere Art und Weise hochskillen kann mit dem Reiten. Das ist irgendwie schwachsinnig, finde ich, dass man da diese Sättel machen muss. En masse. Das ist irgendwie dämlich, oder? Also da sollte es mehr XP bringen, finde ich, in diesem Bereich, wenn man wirklich auch mit seinem Tier unterwegs ist, wenn man wirklich reitet. Weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn, finde ich. Das ist irgendwie viel zu viel. Meine, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, das zu skillen, keine Ahnung, aber... Wartet mal, ich kann auch mal gucken, das wird auch mal angezeigt. Bei Riding. Harvest Hide from Dead Creatures, Craft Saddles, Tame Creatures, okay. Na gut, zähmen könnte ich auch welche. Wartet mal, wie war das? Harvest Hide? Dann machen wir das doch gleich mal. Töten wir mal hier den Bramblehopper und harvesten gleich mal ein bisschen Hide. Genau, da wird nämlich Riding auch ein bisschen geskillt. Und dann kann ich aus dem Hide ja auch wieder neue Sättel craften. Insofern geht das wieder Hand in Hand. Ich habe es jetzt geschafft, den Griffin-Sattel auch freizuschalten. Aber es gibt dabei ein kleines Problem. Und zwar brauche ich für den Griffin-Sattel, um den craften zu können, das ist hier der Griffin-Sattel, Chaos-Essenz
Und um Chaos-Essenz zu bekommen, brauche ich Darkstone. Und um Darkstone zu bekommen, brauche ich ein Flugtier. Weil zu den Locations hinzulaufen mit einem Landtier ist relativ ineffizient, wo es halt den Darkstone gibt. Und auch relativ gefährlich, weil der von ziemlich bösen Viechern bewacht wird. Und ich glaube, er ist tatsächlich nicht im Vulkanbiom zu finden. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert. Man muss ins Zentrum der ganzen Map fliegen. Da gibt es wohl diesen Darkstone. Und wie gesagt, das lohnt sich nur mit einem Flugtier. Jetzt haben wir aber kein Flugtier und ich will jetzt auch nicht nochmal einen Rock zähmen. Jetzt kommt etwas anderes zum Tragen, was mir eine aufmerksame und nette Zuschauerin gesagt hat. Und zwar die Petra Christine. Die hat nämlich Folgendes geschrieben. Als Hilfe, damit du dir eine Wyvern tämen kannst, solltest du dir so ein Spinnennetz craften. Ist als weiße Kugel mit Muster im Crafting-Inventar angezeigt. Das in die Offhand legen, den Wyvern verlangsamen und mit den Pfeilen drauf und wieder bei Bedarf wechseln und verlangsamen. So kann man auch alleine was tämen, was sonst flüchten würde. Das ist ein sehr geiler Hinweis. Sie ist wirklich die Einzige, die mir diesen Hinweis geschrieben hat. Muss ich an der Stelle mal sagen, von den ganzen Leuten, die Kommentare bei Dark and Light schreiben und Tipps. Das ist dieser Zauber, den sie meint. Den kann man sich in die Schildhand packen. Das hier ist die Schildhand, wo normalerweise der Schild ist. Und damit kann man Gegner verlangsamen. Das ist natürlich sehr gut bei diesen Wyvern, die wegfliegen. Und ich möchte es jetzt wirklich nochmal versuchen, mir so eine Wyvern zu zähmen. Ich glaube, das ist damit machbar jetzt. Ich habe jetzt auch ein paar Pfeile hier am Start, ja. Ich habe 62 Pfeile. Ich hoffe, das reicht für so eine Wyvern. Aber ich gehe mal schwer von aus, da die ja relativ früh auch freigeschaltet werden können, die Sättel, also auf Level 5, beziehungsweise Level 6, glaube ich, müsste das eigentlich gehen. Also ich habe jetzt auch mal mir das Material zusammengerafft für einen Wyvern-Sattel. Den will ich jetzt gleich mal craften. Das habe ich alles schon im Inventar, was ich dazu brauche. Könnt ihr hier unten sehen. Ich brauche vor allem viel Fell. Das hat ganz schön lange gedauert. Ich musste Sean mit ganz viel Gras bestechen, damit er sein Fell hergibt für dieses Projekt. Und ich crafte das jetzt einfach mal. Und ja, ich hoffe, das klappt auch. Nicht, dass ich dann diesen Sattel verliere. Das wäre schon ziemlich bitter. Weil, ja, der ist halt, wie gesagt, recht teuer eigentlich, ne? Also für den ganzen... Hier, jetzt habe ich nur noch 18 Führer. Ich hatte so viel Fell gehabt, jetzt habe ich kein Fell mehr. Der Bär hat kein Fell mehr. So, ich hoffe, das klappt, wie gesagt, mit der Offhand jetzt. Ich weiß gar nicht, wie löse ich eigentlich die Offhand aus? Mit Rechtsklick war das, ne? Ich muss das mal gerade... Ich habe jetzt ein paar von diesen Cobweb-Dingern, also von diesen Spinnenweben-Zaubern, habe ich jetzt ein paar gebaut. Ich muss das jetzt aber mal kurz testen, weil ich habe es vorher noch nie benutzt. Das ist jetzt eine Premiere. So, schauen wir uns das mal an. Ja gut. Wie viel habe ich denn jetzt verbraucht davon? Legt er das immer automatisch nach? Achso, okay, hier unten gibt es einen Balken, alles klar. Ich kann das schon ein paar Mal benutzen auf jeden Fall. Ja gut, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, als wenn ich den Bramblehopper damit verlangsamt hätte irgendwie. Ah, jetzt, okay. Okay, ja, gut. Weil jetzt nicht so viel langsamer. Ja doch, es ist schon ein bisschen langsamer, aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Wyvern den großen Unterschied macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich mit einem Schwein hinterher reite, müsste das eigentlich langsam genug sein, das Tier. Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal eine Wyvern auftreiben, ne? Das ist jetzt so das erste Ding. Habe ich eigentlich noch das Fleisch dabei? Ja, das Fleisch habe ich noch dabei. Ein paar Ressourcen, den Sattel. Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt das schnelle Schwein. Hier ist der Griffin, den ich nicht benutzen kann, weil ich keinen Sattel machen kann momentan. Wie gesagt, ich brauche dringend diese Dark Essence. Und zum Glück braucht man für den Wyvern-Sattel keine Dark Essence. Den konnte ich jetzt einfach so machen, ohne Dark Essence. Ich will das zumindest mal mit dem Verlangsamungszauber austesten, ob das klappt. Und wie gut das klappt vor allem. Da oben ist eine Wyvern. Ich reite mal dahin. Muss noch mal ein bisschen gucken. Ja genau, wir sind jetzt hier nämlich im tiefsten Wald. Hier kann ja alles mögliche spawnen auch. Die Wyvern geht gerade runter da hinten. Ja komm hier, du hässliches Tier, geh weg. Warte mal, jetzt habe ich ja hier, habe ich ein Level-Up für das Schwein, genau. Das müssen wir immer schön geben, damit das Schwein auch Leben bekommt. Da ist die Wyvern. So, jetzt verlangsame ich die Wyvern zuerst, bevor ich drauf schieße. Also, wir haben ja jetzt noch den Offhand-Zauber. Haben wir den jetzt noch? Habe ich den noch ausgewählt? Ja. Okay, dann schnell jetzt, bevor sie abhebt. So, die ist jetzt verlangsamt. Jetzt gehe ich auf die 3. Hä? Okay, das hat funktioniert. Ah, nein! Oh Gott. Okay, jetzt muss ich schnell mit dem Schwein wieder ein bisschen hinterher. Es ist übrigens auch momentan so, dass sehr viel Quatsch auch geschrieben wird und auch sehr viel Quatsch im Internet zu lesen ist zu den
Dark and Light Zähmaktionen. Scheiße, wieso fliegt die jetzt nach oben? Das ist doch so nicht geplant. Du sollst nach unten fliegen. Ja, genau, sehr gut. Perfekte Mente. So, Moment, jetzt muss ich nochmal verzaubern. Schnell, schnell, schnell. Habe ich sie erwischt? Ja, habe ich. Okay, sauber. Die ist auch Level 20. Das ist sogar relativ machbar eigentlich. Ist gar nicht schlecht. Jetzt hakt es wieder so ein bisschen. Early Access. Oh nein, nicht über den Dings drüber fliegen hier, über den Graben. Das ist doch nicht gut, das sollst du nicht machen. Ja, sie liegt! Es hat funktioniert. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei Petra Christine für diesen geilen Tipp. Ohne Witz, es ist der Wahnsinn. Vielen, 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 vielen Dank, kann ich dann noch sagen. Ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen, dass es diesen Zauber gibt, also selber auch. Ne, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. So, ich hoffe, das geht mit dem... Ja, es geht sogar mit dem Futterdruck. Wie geil ist denn das bitte? Ich krieg eine Weibern. Und sie ist sogar da runtergegangen, wo es nicht ganz so gefährlich ist. Ich werde irre. Es ist der Wahnsinn. Es ist so geil. Ich bedanke mich wirklich tausendmal. Ich kann es nur immer wieder sagen, es ist so geil. Es ist echt der Wahnsinn. Ich freue mich immer, wenn ich solche Tipps kriege, die wirklich auch anwendbar sind, weil wie gesagt, es wird momentan wirklich ganz viel Scheiße auch geschrieben zu dem Spiel, was gar nicht stimmt auch. Wie gesagt, ich hatte es im Steam-Forum zum Beispiel, habe ich gelesen, da hatte ich ja auch dann diese Fehlinformationen mit den Tri-Ends, dass man die mit normalen Pfeilen auch zähmen können soll und sowas. Ja, das stand da halt einfach, weil das hat halt einer behauptet, ja, ich habe so und so viele Pfeile gebraucht, und dann, weil man halt keine andere Informationsquelle hat, nice, da ist die Wyvern fertig, orientiert man sich halt dann da dran. Na, und dann ist es halt so eine Sache. Und dann kommen dann auch halt bei mir unter den Videos welche, die dann schreiben, ja, informier dich doch mal. Aber das Problem ist, es ist nicht so einfach, sich zu informieren. Wie gesagt, wirklich verwertbare Informationen zu dem Spiel zu finden, ist momentan nicht so leicht. Es gibt auch zahlreiche Videos, das stimmt auch, aber auch da ist nicht unbedingt immer alles, ja, korrekt, sage ich mal. So, jetzt muss ich mal kurz... Nein, nicht... Warte. Du musst mir folgen. Nicht wandern. Following. Oh, wer hat's jetzt? Mann, scheiße, du Schwein, du. Sollst hier Following machen. Hallo, Following. Following? Following. Genau, so, Following. Und jetzt du hier. Du musst mal landen, dass ich mal jetzt auf dich drauf kann. Oh nein, oh, das ist ja wie ein Ark, ey. Diese Five-Befehle sind leider auch bei Dark and Light nicht ganz so... Ah, ich hab's geschafft. Sehr gut. Ich will jetzt eigentlich das Schwein hinter mir herziehen. Oh, die Wyvern ist richtig schnell. Nicht schlecht. Die ist ja schneller als, der doppelköpfige Adler, als der Wrock. Da muss ich ja voll aufpassen hier, wenn ich hier damit rumfliege, dass ich nicht aus Versehen mit dem Schwein irgendwo hinfliege und dann nicht sehe, wo das Schwein ist. Crazy verrückt. Kann ich eigentlich grabben? Tiere? Wie in A? Geht das? Anscheinend, ja, warte mal. Kann ich mein Schwein denn grabben? Oder ist das eine Attacke jetzt, was ich hier mache? Ich kann es ehrlich gesagt nicht so genau beurteilen. Ich kann ja auch rumlaufen. Oh, warte mal. Sterbt. Warte mal. Oh nein, mein Schwein ist ja passiv. Scheiße. Moment. Kann ich... Oh, 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 die Weiber... Oh, die hält aber gar nichts aus, ey. Scheiße. Oh nein, ich muss schnell meinen Schwein wegziehen, ey. Ob ich das noch schaffe? Ich kann halt, ich habe halt mit den Five-Befehlen noch absolut, bei dem Spiel komme ich irgendwie noch gar nicht klar, weil das irgendwie, oh scheiße, Stamina, muss schnell recken. Da komme ich irgendwie partout nicht klar mit dem Stamina-System, mit dem Five-System. Ja, mein Schwein ist, glaube ich, tot. Ja, drei Wölfe, was willst du da machen? Da hätte ich jetzt irgendwie neutral pfeifen müssen, das hätte vielleicht noch was gebracht. Ah, ich habe eine Wyvern, eine schnelle Wyvern. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Da können wir jetzt nämlich direkt eigentlich in das Gebiet fliegen, wo es den Darkstone gibt. Ja, ich werde jetzt nochmal gucken, dass ich das Tier vielleicht noch ein kleines bisschen gelevelt kriege. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann können wir da mal Darkstone holen. Und wenn wir den Darkstone erstmal haben, ist es auch nicht weit bis zum Griffinsattel. Man muss halt erstmal da hinkommen. Und die Petra Christine hat auch noch was anderes geschrieben. Ich habe nur leider gerade den Kommentar nicht offen. Da ging es irgendwie... Um was ging es da eigentlich? Genau, um das Zähmen von den Trians. Das hatte sie mir nämlich auch nochmal gesagt, wie das zusammenhängt mit den Seelensteinen und so, dass man die ja
freischalten kann und ne, diesen ganzen Kram, den ich ja eigentlich dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon wusste. Aber wie gesagt, ich hatte dann nochmal diese Fehlinformation bekommen, dass die Trians auch mit normalen Betäubungspfeilen gelegt werden können und das stimmt halt nicht. Man kann die halt nur in diesem Seelenstein einfangen. Das ist wohl auch noch ziemlich buggy tatsächlich mit diesen Seelensteinen, weil bei einigen ist es wohl so, bei einigen Elementals, die muss man auf einen extrem niedrigen Health-Wert runterschießen. Bei anderen, die muss man wohl töten, damit man die einfangen kann in diesen Seelenstein. Und das ist wohl nicht so gewollt. Also es soll wohl schon so sein, dass die nur runtergeschossen werden sollen, damit man die Seele einfangen kann. Also es ist noch ein bisschen nicht so final. Und da funktioniert auch einiges auch noch nicht so, wie es funktionieren soll. Da hat mir auch einer geschrieben, ich soll mal irgendwie die Grafikeinstellung runterdrehen. Muss ich aber nicht, weil so läuft es ja an sich eigentlich flüssig. Das Problem entsteht halt immer dann, wenn er neue Gebiete laden muss. Dann, oh, guckt euch das mal an, hier unten sind riesige fette Pilze. Guckt euch diese fetten Pilze an. Crazy verrückt. So, wir müssen wie gesagt ins Zentrum fliegen für Darkstone. Und ich sehe gerade, ich muss trinken, scheiße. Bin ja voll am Verdursten hier. Moment mal, wir müssen mal eine kleine Zwischenlandung einlegen. Hoffentlich ist es hier nicht so gefährlich, wo wir jetzt gleich runtergehen. Da unten, was ist hier unten? Ja, ist nur ein Longhorn. Oh, jetzt lädt da wieder die Region hier. Scheiße. Irgendwas summt hier. Da ist wieder irgendeine Niederlassung, irgendwas. Ah, jetzt hat das geladen, alles klar. Wie gesagt, lande, oh Gott. Bitte lande einfach. Lande. So, genau. Ich muss nur mal kurz ins Wasser und kurz mal trinken. Du bleibst da, wo du bist. Nein, scheiße! Du sollst da bleiben, wo du bist! Ich raste aus! Schnell auf. Oh Gott. Ich muss das Folgen ausmachen. Ganz wichtig. Gee, it's hot. I want to go in a cool place. Na, solange er nicht wieder instant tot umfällt. Order following order stay. Stay, stay, stay. Nicht irgendwie hier rumfollowen und rumwandern. Das machst du mir bitte nicht. So, genau. Wir müssen halt in ein ganz gefährliches Gebiet jetzt rein. Und zwar da auch hin, wo die Nidhoggs spawnen. Und der Nidhogg ist ja dieses, aus der Wikinger-Mythologie, dieses schlangenähnliche Wesen. Und das auch in diesem einen Spiel vorkommt. Das ist ja dieses eine Kampfspiel, dieses eine Versus-Spiel. Das mit diesen Schwertern, mit diesen kleinen, unförmigen Pixelmännchen. Und das hat ja auch diese Schlange, die dann am Ende die Leute auffrisst, wenn man es geschafft hat. Oh, da unten, guckt mal, da unten ist richtig viel Elemental-Action. Hier kriegt man übrigens auch sehr viel Lightstone. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen, jetzt muss ich mich natürlich umorientieren hier. Das ist natürlich nicht das richtige Gebiet, wo wir gerade sind. Wir müssen... Oh, hoffentlich kann ich mich noch erinnern, ey. Ohne Witz, ist es nicht so einfach. Ich muss auch schon wieder Stamina recken, wieso? Wie gesagt, es hakt jetzt ganz schön oft, weil er einfach jetzt hier ständig die Gebiete mit den Bäumen und so laden muss. Das ist normal momentan. Das ist momentan in dem Spiel so. Es ist wirklich scheiße optimiert. Ja, es ist einfach so. Auch wenn jetzt recht viele Patches immer kommen und viel gefixt wird, es ist trotzdem sehr scheiße optimiert, das Spiel. So, jetzt müssen wir mal kurz... Gerade was halt so die Distanzobjekte angeht, wenn die geladen werden. Wir sehen, die Viecher sind alle schon geladen, die Bäume noch gar nicht. Das ist schon irgendwie ein bisschen, naja, suboptimal, sagen wir es mal so. Da baut sich alles auf. Das ist das, was die Lags verursacht bei mir. Wenn er diesen ganzen Kram aufbaut, die ganze Vegetation, die ganzen Assets, wenn er das alles reinlädt. Wenn das einmal geladen ist, ist das kein Problem. Sobald das einmal im Speicher ist, läuft das Spiel auch flüssig. Aber es muss halt erstmal in den Speicher rein, das ist halt das Problem. So, müssen wir mal kurz, wie gesagt, warten. Bis er das alles geschafft hat. Und das scheint hier alles sehr komplex zu sein. Da baut sich noch einiges auf anscheinend. Alter. Ja, jetzt hat er die Steine geschafft. Ihr seht das, wie sich das nach und nach, wie das alles reinplöpst. Und sobald alles reingeplöpst ist, läuft das hier total fluffig. Aber wie gesagt, es muss halt erstmal reinplöpsen. Das ist halt genau das Problem. Da kann ich meine Grafikeinstellungen auch runterdrehen, wie ich lustig bin. Es hat nichts mit den Grafikeinstellungen zu tun. Es sind diese Zwischenladeaktionen, die die Lags verursachen. Oder die Ruckler. Ja. Das ist leider so. Das wird, fürchte ich, auch noch eine ganze Weile so bleiben in dem Spiel. So lange, bis man halt
das entwicklerseitig optimiert, indem man zum Beispiel Platzhalterobjekte platziert oder ja, Objekte platziert, die ein bisschen reduziert sind in ihrem Detailgrad und solche Geschichten halt. Ja, das halt, was man halt machen kann als Entwickler, um diese Ladruckler halt zu beheben. Bei Ark hat man das ja gemacht. Da sind ja Distanzobjekte und Levelstreaming optimiert worden. Ach du Scheiße, was ist denn hier los, ey? Distanzobjekte und Levelstreaming wurde ja da optimiert. Und deswegen ruckelt Ark auch nicht mehr so krass. Und kann auch auf halbwegs alltagsüblichen Rechnern jetzt gespielt werden mittlerweile. Aber bei Dark and Light ist es halt noch gar nicht so. Das ist halt null optimiert. So, jetzt ist halt die Frage, Darkstone sieht witzigerweise gar nicht so anders aus wie normaler Stein. Das ist eigentlich witzig. Das ist eigentlich nur so ein dunkler Klotz. Das ist gar kein Kristall. Das ist eigentlich recht interessant. Und ja, jetzt muss ich das halt nur finden. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, nicht mehr ganz genau, wo diese Location nochmal war. Ich glaube, da ist sie. Das ist sie, glaube ich, hier. Diese Ruine ist das. Da gibt es angeblich ganz viel Darkstone. Angeblich, sage ich, weil wie gesagt, das sind alles Infos, die ich noch nicht selbst bestätigen konnte. Das heißt, das ist alles immer mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, das hier ist tatsächlich der Darkstone. Guckt mal. Wie gesagt, ist sehr unscheinbar eigentlich dieses Zeug. Also würde ich jetzt so auf den ersten Blick nicht als Darkstone oder als irgendwelche besondere Ressource irgendwie einschätzen, aber es ist wohl, ja, Darkstone. Unfassbar, oder? Also ich wäre dran vorbeigeflogen und hätte es komplett ignoriert. Jetzt habe ich auch Dark Magic geskillt, ihr seht das. Hone of Dark Vision habe ich jetzt freigeschaltet. Crazy, so, da habe ich jetzt schon Zeug dabei jetzt und jetzt ist die Wyvern überladen, scheiße. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Moment, da müssen wir mal kurz. Was kann ich denn wegschmeißen? Moment, ich muss was wegschmeißen. Machen wir mal das Holz weg. Die Steine schmeißen wir weg. Und ja, das Kupfererz brauche ich jetzt auch nicht so dringend. Das Gammelfleisch auch nicht unbedingt. Die 50 Pfeile. Ja, mein Gott, kann ich alles nachcraften. Das ist nicht das Problem. Kann ich jetzt wenigstens wieder schnell fliegen? Ja! Ich kann wieder fliegen. So, wir müssen uns wieder zurückbewegen in die Heimat. Da müssen wir jetzt mal aufpassen und gucken. Und ich gucke mir jetzt mal von vorne die Wyvern an. Wenn ich fliege. Nicht schlecht. Die Animation von der Wyvern, wie die fliegt, ist eigentlich ziemlich cool, muss man mal sagen. Man sieht schon, dass sie sich anstrengen muss, um den kleinen dicken Mann da hinten zu tragen. Das ist eigentlich ganz witzig. Nett gemacht auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Und es ruckelt wieder, weil er jetzt wieder laden muss. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist tatsächlich auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Dark and Light. Und dann kann ich endlich Dark Essence craften. Dann haben wir endlich die benötigten Ressourcen. Und dann kommen wir auch dem Griffinsattel ein Stück näher. Und vor allem kommen wir dann auch dem Zähmen der Elementals ein bedeutendes Stück näher. Weil wie gesagt, das ist ja eigentlich die letzte Zutat, die noch so richtig gefehlt hat, die Dark Essence. Bis zur nächsten Folge Dark and Light. Bis dann, ciao, ciao.